Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde World of Warship. So, in der heutigen Folge möchte ich euch den Flugzeugträger, die Bogo, nochmal zeigen. Die habe ich jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gezeigt, den amerikanischen Flugzeugträger. Und dann habe ich gedacht, okay, zeig's ihn mal wieder. Besonders möchte ich euch was zeigen, was mir in letzter Zeit aufgefallen ist. Und ja, mal gucken. Mal kurz einen Blick aufs Matchmaking. Wir haben eine Langley und eine Hoshu als Gegner. Wir gucken mal, ob das funktioniert, was ich vorhabe. So. Wie ihr seht, ist meine Bogo auf komplett Jägern getrimmt. Das heißt, ich habe zwei Jägergeschwader und einen Bombergeschwader mit dabei. Und mal sehen, ob wir das sehen, was ich immer habe, wenn ich mit dem japanischen Flugzeugträger unterwegs bin. Ich habe jetzt als Gegner, wie gesagt, einen japanischen und einen amerikanischen. Mal gucken, ob das in der Kombination auch funktioniert, was ich vorhabe. Das werden wir jetzt gleich sehen. Mit der Kombination, die ich hier fahre, kann man den anderen Flugzeugträgerkapitän mächtig auf die Nerven gehen. Ich habe es vorhin einmal in einem Match getestet. Es hat genau das bewirkt, was ich wollte. Aber leider habe ich vergessen aufzunehmen. Oder bin ich die Aufnahme nicht gelaufen. Group 3, taking fire. So, der legt sich mit mir an. Ich glaube, das ist eine schlechte Entscheidung von seiner Seite her. Weil mein Geschwader auf jeden Fall der stärkere Geschwader ist. Group 3, Target destroyed. So. Jetzt passiert genau das, was ich so liebe. Wenn du einen Flugzeugträger hast, der komplett auf Jäger ausgerichtet hast, ne, dann kannst du die gegnerischen Flugzeugträgerkapitäne zur Weißglut bringen, indem du einfach alle abfängst. So. Dann greifen wir an. Hat er seine Torpedo schon reingeworfen? So, mein Schwader würde jetzt nur verlieren, verliert jetzt nur, weil die Munition ausgegangen ist. Sonst hätte mein Schwader durchaus gewonnen. Aber wir werden das jetzt auch hier vernichten. Gucken, ob wir unser Schwader retten können. So, jetzt haben wir den Schwader auch zerstört. Jetzt bewegen wir uns wieder in die Mitte. Das heißt, man kann theoretisch mit einem Flugzeugträger, der hat komplett nur auf Ding ausgelegt ist, eigentlich, ja, die anderen Flugzeugträger komplett unten halten. Das heißt, die machen gar nichts im Endeffekt. Ich hatte das vorhin wieder in Matches, ein amerikanischer Flugzeugträger, hier waren zwei japanische Flugzeugträger. Natürlich, wie gesagt, nur die japanischen Jägerstaffeln eventuell dabei. Das heißt, du kannst gar nichts machen. Ich hab mir hier mal einen Bomber angreifen lassen wieder. Group 3 returning. Und der wird leider zerstört, bevor mein Bomber da ist. Das heißt, wir lassen unser Schwader mal nach hier fliegen. Ich sehe dieses eine Bombergeschwader hier, mit dem machst du gar nichts. Ich finde es zum Spielen ein absolut langweiliges Gameplay, weil ja, man macht nichts.
Also ich warte einfach nur, bis die Staffeln des Feindes kommen und dann schicke ich meine Jäger dorthin. Die gewinnen automatisch jeden Fight. Wie man sieht, also ich habe jetzt das feindliche Jägerschwader ausgeschalten und hätte auch noch ein zweites ausgeschalten, wenn ja die Munition ausgegangen. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, das finde ich ziemlich scheiße. So, jetzt fliege ich mit beiden Geschwadern hin, weil jetzt kommen beide Flugzeuge. Kapitäne wieder. So, ich schicke jetzt gleich meine Jäger hier rauf. So, greift die anderen Jäger an. Die anderen Jäger werde ich wieder vernichten. Und wenn ich schnell bin, dann schaffe ich auch noch seine Torpedo-Geschwader zu vernichten. So, ich habe seinen Jägergeschwader auseinandergenommen. Jetzt machen wir noch schnell sein Torpedo-Geschwader. Oh gut, er hat jetzt Glück, er konnte seine Torpedos mal reinbringen. Das ist durchaus mal möglich. Aber er hat jetzt, glaube ich, einmal seinen Torpedo-Geschwader reingebracht. Und das war es dann aber auch schon. So, jetzt haben wir meinen Dreiergeschwader hier. Machen wir es gleich nochmal. Und das Jägergeschwader, was hier ist, hätte durchaus nachziehen sollen. Und wie gesagt, man muss bloß ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, mit seinen Geschwadern kann er nichts machen. Unsere Schiffe sind hier oben. Er schreibt so: Escort Ship Fighters, but Great Torpedo Bombers. Der eine, die zwei japanischen, mit denen ich das vorhin gemacht habe, die waren auch richtig sauer. Weil spätestens jetzt dürfte der eine keine Flugzeuge mehr haben. Und wie gesagt, das war jetzt sogar ein amerikanischer Flugzeugträger als Gegner und ein japanischer. Deshalb, wie gesagt, finde ich es da in dieser Kombination noch mehr extremer, dass es funktioniert. Oh, da ist ein Torpedobomber-Geschwader. Das wollen wir schnell abfangen. Schade. Jetzt kriegt er wirklich seine Torpedos rein. Oh, kann ja nicht sein, oder? Schade. Ist wirklich rein. Schnappen wir uns das Jägergeschwader an. Er hat jetzt genau einen Moment abgepasst, wo er mich angreifen kann. So, jetzt fangen wir das Jägergeschwader ab. Nein, ziehen wir uns wieder zurück. Schnappen wir uns lieber seine Torpedobomber. Das ist eigentlich unser Hauptziel. Weil wir haben jetzt hier unser zweites Geschwader wieder in Position. Dass wir wollen seinen Torpedobomber abfangen. Die werden wir auf jeden Fall bekommen. Schade, überlebt da nur noch einer. Also, aber ich soll 25 Flugzeuge. Ich habe schon 25 Flugzeuge zerstört. Oh, die einen lassen wir auch nicht zurück. Also vorhin hat es noch besser geklappt. Gut, wie gesagt, jetzt habe ich noch den Nachteil, ich kämpfe gegen zwei Flugzeugträgern. Aber wenn ich jetzt richtig zähle, haben sie genau drei Torpedogeschwader abwerfen können. Ja, ich glaube, es waren drei Torpedogeschwader. Wie gesagt, ich finde dieses Gameplay total nervig. Er macht jetzt schon Harakiri-Attacke. Weil er im Endeffekt wahrscheinlich nicht weiter weiß. Und wie gesagt, ich finde dieses Gameplay macht im Endeffekt, dass
Flugzeugträger spielen. Kein Spaß. Weil wenn du da, wie gesagt, jemanden hast, der das immer wieder macht und du triffst in Matches immer wieder auf solche Leute, die einfach nur deine Torpedobombe runterholen kannst und du nichts machen kannst als Japaner. Als Zugucken. Das ist dann so der Punkt, wo ich sage, Frustmomente hoch 3. Ja, der Gegner dürfte jetzt eigentlich ein Torpedogeschwader, glaube ich, noch haben. Der andere hat sich schon geopfert, der Flugzeugträger. Schon Selbstmord begangen. Und man selbst, wenn ihr jetzt mal seht, im Endeffekt ist das Gameplay jetzt für mich vorbei. Er versucht es wahrscheinlich selber zu machen wie ich ihn. Na, kommt der uns vorbei? Jetzt wird er sich rächen. Aber es ist eigentlich egal, wenn jetzt auch drauf geht, weil dann warten wir, kommt mein Geschwader schon an. Route 4, approaching target. Oh, ich habe meine Torpedos daneben gesetzt. So. Da geht auch das letzte Geschwader down. Oh, da haben wir noch ein Torpedo-Geschwader. Ach, sowas aber auch. Komm los, das Torpedo-Geschwader brauche ich noch. Also, wenn ich schon 30 Flugzeuge, die ich abgeschossen habe, wenn ich das Torpedo-Geschwader noch kriege. Die schicken wir kurz zurück. Aber wir wagen uns jetzt mal vor mit unseren Jägern. Wir wollen auf jeden Fall die letzte Torpedo-Staffel noch und dann war's das sowieso. Oh. Mal gucken, wo ich bin. Jetzt so fixiert auf mein. Group 2, standing by for instructions, over. Oh, guck mal, da ist er. Nein. Unable to maneuver. Group 2, waiting instructions. Group 2, taking fire. Problem solved, sir. So, jetzt schauen wir uns das letzte. Weil so konzentriert auf mein Ding. Jo, das war's. Die letzte Staffel ist von ihm gestartet. Ich weiß gar nicht, von was bin ich denn gerade beschossen worden? Ich war gerade so konzentriert auf. Ach, da ist noch ein Torpedo-Geschwader, ne? Schnappen wir uns auch noch. Er hat es wirklich für uns gestartet, das finde ich aber ganz toll von ihm. Total lieb. Komm. Ja, da kann er von mir vielleicht noch ein Flugzeug abschießen mit seinem Flugzeugträger. Aber sein Jägergeschwader, sein Torpedogeschwader kriege ich auf jeden Fall. Und dann gehen die letzten. Group 4. We're under attack. So, ich will noch einen geraden Abwurfwinkel für meine Bomben haben. So, so. Anfliegen. Okay, noch ein Torpedotreffer. Hey, Torpedobombertreffer. Jo, was war's jetzt für mich? Die anderen zwei Flugzeugträger sind ausgeschalten. Das heißt, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und deshalb ist der Punkt, wo ich sage, das macht keinen Spaß.
Da ist es toll. Ich habe jetzt 41 Flugzeuge ausgeschalten. Aber es hat mir jetzt überhaupt keinen Spaß gemacht, dass ich sage, toll. Die einzige Wechsel, was ich bewirkt habe, ist, dass die anderen Flugzeuge... Oh, da unten ist noch eine Torpedo-Sparstaffel. Glaub's nicht, der hat noch eine. Er hat wirklich noch eine. Das überrascht mich jetzt. Habe ich 41 Flugzeuge? Okay. 41, ja stimmt. Ich hab mich verzählt. Der hat wirklich noch ein Geschwader übrig. Wow. Schnell zurück mit meinen Jägern. Den muss ich auf jeden Fall auch noch kriegen. Zerstört ihn noch nicht. Ich brauche die Staffel noch. Nee, wie gesagt. Insgesamt ein sehr frustrierendes Gameplay. Also, weil es macht keinen Spaß im Endeffekt. Und ich verstehe da, warum das immer wieder Leute so spielen. Das ist für mich, wie gesagt, die langweiligste Art überhaupt. Wie gesagt, punktemäßig ist das super. Punktemäßig bringt es echt viel. Sollen wir jetzt gleich mal sehen? So. Da sieht man 2804 Punkte. Ich habe 41 Flugzeuge abgeschossen, 2 in Brand gesteckt und 2 Zieltreffer. Aber wie gesagt, kein Gameplay, das ich möchte. Das, wie gesagt, ich habe es mal gezeigt. Aber es wird auch das letzte Mal sein, dass ich sowas zeige. Ich würde mich über eure Meinung freuen. Wie findet ihr solch ein Gameplay, in dem man einfach, wie gesagt, mit einem Flugzeugträger eigentlich fast 2 andere Flugzeugträger komplett den Spaß am Spiel verderben kann? Und da finde ich, das sollten sie irgendwie nachsteuern. Klar ist es natürlich eine mögliche Kampfart und das Spiel gibt es her, sowas zu machen. Ich finde es aber nicht in Ordnung und wie gesagt, ich würde mich über eure Meinung mal freuen und dann sehen wir uns in einer der nächsten Videos. Ciao, ciao, euer Blugraum.